Hallo Leute und herzlich willkommen zu Prison, ja. Ich muss immer überlegen, es ist so schlimm. Ja, wir sind hier zurück. Ich habe gerade zu meiner Facecam geguckt, obwohl ich gar keine habe. Was ist eigentlich das Ziel der nächsten Zeit? Eigentlich wieder einfach Bücher farmen, oder? Damit wir verzaubern können. Das ist halt, ja, unsere Beaufgabung. Red ist ein bisschen müde, Leute. Deswegen nehmt sie nicht Krone. Ja. Nee, du bist einfach abgefuckt. Oh, Wolfi, stimmt. Ich hab einfach Rückenschmerzen, wer nicht. Ja, stimmt. Naja, heute muss er sich mal leiden. Ich schlafe ja sonst immer ein. Im Moment noch nicht. Kommt aber noch. Was bitte für ein Deutsch? Heute muss er sich mal leiden, Alter. What ja, Digga, ich... Keine Ahnung. Sagen wir es so. Ich kann ja mal zitieren, was ich Mike heute geschickt habe als WhatsApp, weil... Och Gott, was kam ihm, was kommt jetzt? Sagen wir es so, ich habe heute mit ihm geschrieben, so, habe heute 17:12 Uhr, bin zu Hause, kann jetzt aufnehmen. Er dann so, ja noch nicht, bin gerade fertig mit Arbeiten, 3 Minuten später, also 17:15 Uhr. Und dann ich dann so, ja dann mach dich jetzt, jetzt mach dich heim, ansonsten heulst du mir heute Abend wieder die Ohren zu, dass du müde bist. Ja. Schreib mir, sobald du zu Hause bist und kannst. Stimmt, das hast du. Weil es halt immer so ist, du heust mir immer die Ohren zu, dass du müde bist und deswegen ich bin du halt nicht dein Ei geschissen kriegst. Ich bin halt kein Abendmensch, das ist mein Ding. Ja. Dann habe ich mir gerade was zu essen gemacht. Dann, boah, ich hab fast gekotzt, Alter. Boah, was ist los? Ich hab mir gerade was zu essen gemacht, dann hab ich mich gerade so gemütlich hingesetzt an den Esstisch und dann blieb bei mir oben auf meinem Handy so auf, mein Ding ruft dich an. Ich so, ach so, okay. Hab mein Essen geschnappt, bin an mein PC gegangen. Ja. Und jetzt bin ich hier, Alter. Krass, ne? Wie schnell die Zeit doch vergeht. Immer mal. Wieso haben wir jetzt ein Baby? Red? Hallo? Internet? Ist er noch da? Ah, er hat sich gemeldet, okay. Ja, ich sollte mir auf Discord gucken. Okay, wir haben hier wieder 10.000 Hühner. Das geht so schnell immer. Aber wieso haben wir ein Schwein jetzt da, so ein Baby? Was so traurig ist. Naja, egal. Chaos, ihr seid auch alle am Start. Eigentlich könnte ich euch noch kurz vermehren. Also zumindest zwei von euch. Ich hole mir noch ganz kurz für den Weizen, dann kann ich die ja halt weiter vermehren, lol. Aha, er chillt hier in der Kiste. Und... keine Ahnung, vielleicht, wir könnten dann mal wieder versuchen, ins Nether zu gehen. Vielleicht sind jetzt die Zombies nicht mehr so aggressiv auf mich. Ich kann mir das immer noch nicht erklären. Paula, stimmt, Paula konnten wir, oh scheiße. Paula konnten wir jetzt auch endlich benennen und die chillt hier halt auch. So, gönnt euch, Leute. Wir hatten hier, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Oh nein, das ist das Baby aber raus, warte mal. Das ist natürlich ungünstig. Kannst du wieder reinkommen, Baby? Hallo? Baby? Hallo? Oh nein. Nein, jetzt sind beide weg. Kommt rein, Leute. Ja, kommt. Kommt, hier gibt's geile Weizen. Oh, free Swiss-made Qualität. Digga, wieso sind in meinem Zimmer 20 Fliegen? Hilfe. Aber egal. Okay. Theoretisch können wir noch fischen. Ich glaube, ja, ich hole gleich noch so einen Klatscher, Mann. Dann verfüttere ich euch an meine Axolotls, Alter. Da kenne ich nichts. Okay. Schade, dass ich Rednitz nicht hörte. Wäre eigentlich noch ganz witzig. Oder ich verwirrte es dem Wolfi, aber das ist vielleicht zu kleine Portion für Wolfi. Naja, auf jeden Fall. Was laber ich hier eigentlich? Was mache ich hier schon wieder? Ja, sehe ich auch so. Okay. Das Weizen machen wir mal hier rein. Wieso habe ich so 10? Ach, das wollte ich mal noch braten. Stimmt, deswegen habe ich auch Holz gefarmt. Okay. Oh mein Gott, ich bin wieder da. Ich habe gerade, mein Vater ist kurz nach Hause gekommen, hat kurz Hallo gesagt und hat noch ein paar Informationen mir mitgeteilt. Was für Informationen? Sorry. Wichtige Informationen. Okay. Aber sagen wir es so, ich habe dich erst noch zur Hälfte gehört, dann habe ich meinen Vater nicht richtig verstanden. Dann musste ich zweimal nachfragen, dann dachte ich mir so, ich setze mein Headset aber kurz komplett ab. Ich habe nur irgendwas kurz von Axolotls gehört und dass ich wieder ins Game kommen soll. Ah, ja, wegen den Axolotls, ja. Und zwar habe ich hier so, ich habe hier, ja, 20 Fliegen sind aggressiv auf mich. Und ich habe den jetzt gedroht. Fliegen, ja. Und ich habe den jetzt gedroht. Ich weiß es eigentlich auch nicht. Wahrscheinlich. Warum hast du Fliegen? Hä, wieso nicht? Habt ihr keine Fliegen in Deutschland? Nö, wir haben sie sowas nicht. Ich weiß nicht, was Fliegen ist. Was ist das? Okay, nee, ja. Also, wir das haben ist so ein halt schwarzer Punkt, der rumfliegt.
Ja, da hatte ich letztens einen. Da habe ich mein Fenster aufgemacht und ist er rausgeflogen. Ja, ich habe hier irgendwie auch drei und ich habe denen jetzt gedroht, dass wenn sie nicht aufhören, dass ich sie in meinen Axolotl verfütter. Und ja, jetzt sind die weg. Haben sich selbst Mob begangen. Spaß. Jetzt sind sie freiwillig zu den Axolotls gegangen. Ja, genau. Nee, nee. Aber die haben heute neues Zuhause bekommen. Also einfach neue Einrichtung. Ach so. Okay. Was haben sie denn bekommen? Hä? Ja, so Töpfe halt. Keine Ahnung, so Keramiktöpfe. Ja, ich hab gelesen, dass sie das noch so geil finden, dass sie das so erregen. Und deswegen habe ich gedacht, wieso denn nicht? Hast du Männchen aber und Weibchen ja. Oder hast du zwei Jungs? Das weiß ich noch nicht. Das kann ich erst in zwei Monaten sagen. Noch sind sie... Wie sagt man denn? Hä, weißt du nicht, was du gekauft hast? Na, das, die werden erst nach einem Jahr geschlechtsreif. Und die sind halt auch nicht ein Jahr alt. Ich habe nicht gefragt, wann deine Viecher geschlechtsreif sind, sondern ob das männlich oder weiblich ist. Ja, das merke ich ja dann erst. Weißt du, das nicht? Ich sehe erst dann, ob sie einen Schwanz haben oder nicht. Also einen Schwanz haben sie schon, aber das sieht man tatsächlich erst nach einem Jahr. Und die werden halt im Juli ein Jahr alt. Ja, wann denn? Das weiß ich jetzt nicht. Steht aber, ey, ich war so verwirrt, als ich die gekauft habe, ne? Der Besitzer, also der Züchter, hat mir einfach einen Ausweis gegeben. Jeder von den beiden Kollegen hat einfach einen Ausweis. Hä? Er hat einfach Schweizer Pass? Was ist mit dem? Naja, klar, weil die ja, Hunde haben ja auch einen EU-Pass. Ja, ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass das Axolotl haben. Das sind so kleine natürlich, Dinger. Natürlich, die doch gerade so noch viel mehr, weil die sind ja so exotische Viecher. Ja, stimmt, ja. Alter, es donnert hier. Aber ja, stimmt. Aber ey, trotzdem, es war krass, Alter. Die haben mehr erreicht als viele andere in ihrem Leben. Maike, was hältst du davon, wenn wir heute erstmal unseren Zuschauern gratulieren? Hä, wieso? Heute ist internationaler Kindertag. Ist heute Kindertag? Ja, heute ist der 1.6. Ich habe nur gehört, dass heute irgendwie Nichtrauchertag ist oder so. Hab ich gestern auf Weltnichtraucherrat. Ach so. Das war gestern. Ja. Habe ich auch faktastisch gesehen, oder wie das heißt. Hast trotzdem geraucht, meinst du? Ja, genau. Digga, die Kühe sind... Digga, was gibt mir diese... Oh Gott, wieso kritisch die kleine Kuh? Wo ist eigentlich der Klausfisch? Hat mir die eine Kuh einfach... Den habe ich gerade immer mit... Ach so. Die eine gut, Kuh hat du. Mir gerade einfach drei Fleisch und ein Leder gegeben. Ich will aber mehr Fleisch als Leder. Als Leder, Alter. Ja, nicht... Nee, Leder ist wichtig für Bücher. Ja, meine ich ja, wollte ich ja sagen. Ach so, ja, okay. Ja, sorry, Junge, der Tag war lang und ich habe viel gemacht. Ja, genau, wie viele Stunden hast du gearbeitet? Von 8 bis 16.30 Uhr. Und das halt mit insgesamt dann einer halben Stunde Pause. Ich habe heute auch eine halbe Stunde Pause gehabt, 9 Stunden gearbeitet, Mann. Ja, das ist ja nicht mein Problem. 20 Leder. Ja, stimmt. Okay. Ja. Dann gratulieren wir jetzt noch den Zuschauern irgendwie. Ja, Gratulation an alle Kinder, Leute. Eigentlich sind alles Kinder. So, Digga, was? Ja, ich hab keinen Bock zu fischen jetzt hier. Ja, und schön. Ich hab genau in einem Monat Geburtstag, Leute. Genau in einem Monat? Ich muss mir das Datum kurz aufschreiben, warte. Wie mache ich denn das jetzt? Ich hab am 1.7. 1.7. Oha, aber das ist eigentlich ein geiles Datum, oder? Hm. Ja. Okay, ich nehme das Dokument einfach so. Ein absolut geiles Kennzeichen. Für mich. 1.7. DDFB 1706, Alter. Cool. So. Wir haben noch bestimmt. Zudem mache ich jetzt meinen Desktop. Jetzt habe ich gesehen, wie ich das Textfile hier genannt habe. So auf Schweizerdeutsch, weil ich krass bin. Hä? Ich habe als. Ach so. Deswegen. Ah, okay, egal. Hä? Wo ist denn dein ganzes Zuckerrohr? Das habe ich gerade im Inventar. Das habe ich zu Papier verarbeitet. Willst du das? Ja. Gönn dir Papier, Bruder. Gib mal den guten Stoff hier. Diesen anderen guten Stoff. Hast du mein Video schon komplett gesehen? Komplett nicht, aber ich habe den Anfang gesehen, habe ich lustig gefunden. Wie weit ja, hast du? Ja, fand ich echt witzig. Keine Ahnung, die ersten 2 Minuten. Nee, die ersten 5 Minuten. Hast du die eine so. Stelle noch nicht gesehen, glaube ich, oder? Wo ich dich so eingeblendet habe, wo ich Mike hingeschrieben habe. Es kann sein, du hast mich ein paar Mal hier diesmal gedistrackt, Alter. Distrackt, Alter. Obst, keine Ahnung. Ich habe erstmal schön meinen Saufspruch, den ich gesagt habe, rausgeschnitten und nur noch deinen reingeschnitten. Das finde ich aber Ehre. Aber ich glaube, ich habe mich ein bisschen verplappert, oder nicht? War da nicht was? Naja. Wolfi. Wieso solltest du dich verplappert haben? Ich weiß es eigentlich auch nicht, aber vielleicht habe ich mich ja verplappert. Verploppert. Weil du irgendwas gesagt hast, oder was meinst du? Nee, beim dem Spruch, Alter, weil ich kenne noch nicht so lange.
Nö, das passte schon. Ich werde ihn jetzt mit Absicht nicht sagen, weil sonst werde ich da nochmal mit reingeschnitten und ich wollte mich davon schön distanzieren. Du willst dich davon distanzieren, ach ja. Ja, okay. Ja, natürlich. Weißt du was, ich mach noch ich kurz... Ich werde doch nicht auf einer Plattform wie... Oh Gott, bin ich behindert. Ich hab gerade das Bücherregal zu machen mit Blättern. Ja, das funktioniert bestimmt. Ja, ja, ich werde doch nicht auf so einer kinderfreundlichen Plattform wie YouTube... TS. ...etwas, ein eher abwertendes Wort zum weiblichen Geschlechtsteil sagen, Junge. Ist das abwertend? Hä? Oh. Ey, aber wieso sind die immer noch alle da? Mann, ich wollte nur kurz freundlich Hallo sagen. Kurz so, jo, oder was geht, aber... I mean... Ja, doch, doch, doch. Warte mal. Das ist ja nicht der fachliche Ausdruck. Was ist der fachliche Ausdruck? Busen. Ich glaub nicht. Doch. Hä, als ob. Nee. Doch. Das ist doch irgendwas anderes. So, keine Ahnung, ich bin da jetzt auch nicht so ein Experte drin, aber das ist doch bestimmt nicht Busen. Hä? Oh, da ist Blitz eingeschlagen. Schick dir mal einen Link. Nein, den will ich nicht. Nein, keine Sorge, das ist eine offizielle Band. Rammstein. Dieser Song hat jetzt innerhalb von 7 Tagen 11 Millionen Aufrufe gemacht. Rammstein, hallo. Oder nicht, mit ihrem neuen Video? Ja, okay, genau. Lest aber den Titel. Ja, ja, ich weiß, ich kenne das. Das ist von Rammstein. Oder nicht? Ich weiß. Ach so. Ich, letztens, als ich so... Ey, Rammstein ist doch bei uns gerade in der Schweiz, oder nicht? Die sind doch gerade hier in Zürich, doch. Die waren letztens erst in Deutschland, in Leipzig, haben dort gespielt. Oder waren... Nee. Keine Ahnung. Aber China ist eigentlich relativ egal. Sagen wir es so. Ich bin auf YouTube gewesen, dann kam mir so, irgendwie so, ich wollte gerade sagen, wieso wurde mir das vorgeschlagen? Ich war aber nicht angemeldet, fällt mir gerade auf. Dann war ich nicht angemeldet und dann kam so Neuveröffentlichungen. Dann las ich so diesen Titel. Was ist da los? Ich war das erstmal auch sehr verwirrt, so, aber dann dachte ich so, beim zweiten Blick dann so, ach so, ist Rammstein, ja gut. Das dachte ich mir normal. Dann nämlich auch. Das dachte ich mir dann auch. Ja. Ja, hätten wir das auch geklärt. Hast du dir das Lied angehört? Das Lied haben wir tatsächlich noch nicht angehört. Aber ich will es. Aber ich auch nicht. Ich habe noch keine Zeit. Ich will es mir auch noch anhören demnächst mal. Wir könnten zusammen darauf reacten. Wieso ich ist das ein Papier Lied, in der Blockkiste? Weil ich bei mir nicht auf meinem Kanal diesen Titel reinschreibe. Weil ich habe ja immer den Titel vom Video. Du kannst ja auch einfach schreiben. Wenn ich auf dich reacte. Dicke Milchtüten. Weißt dann ist es Zensur pur. Oha. Ich habe mir so überlegt, dachte mir so, dadurch, wenn ich Reaktion mache, heißt mein Video immer, ich reagiere auf und dann. Dann sieht man es nicht mehr, weil ich es nicht mehr anzeigen kann. Anführungszeichen, zum Beispiel Mein King und. Beziehungsweise, ich reagiere auf Glücksrad-Challenge von Mein King. Von dem Krassen. Und da habe ich immer den Originaltitel mit drin. Und ich tue nicht in meinen Titel schreiben, ich reagiere auf Rammstein dicke Milchtüten, ja? Wäre aber funny. Na, weiß ich nicht, ob das so funny ist. Weiß ich nicht, Digga. Ja. Rammstein ist so groß, dass die von YouTube einfach nicht weggemacht werden, weil die einfach YouTube in der Hand haben. Ja, aber ist nicht sowieso Kunstfreiheit, ist doch so eine Sache in Deutschland, oder nicht? Was? Nicht? Ich weiß nicht, wie das da rechtlich aussieht, da musst du irgendwie... Ey, ich find's krass, dass sie das als Titel verwenden dürfen. Aber, naja, ist mir eigentlich auch egal. Ja, doch, komm, aber... keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, das liegt daran, dass es Kunstfreiheit gibt. Ja. Alter, wir haben schon fast Level 30 Verzauberung. Ich bin Level 1. Level 19. Perfekt, dann kannst du ja auch nochmal sterben. Und dann sind wir komplett am Arsch. Ich glaube, das ist... Oh, ach nee. Mein Malheur. Was ist das für Holz? Ach so, ist das Fichtenholz? Nee, Schwarzeichenholz. Ja. Schwarzeiche. So. Ich glaube, wir machen das dann so. Was hast du so? So als Eingang? Nein. Bitte dich. Aua, oh Gott, Alter, ich bin ja fast tot. Wieso bin ich fast tot? Weil du Vergiftung hattest. Ach, stimmt. Da war ja was. Wir machen das jetzt so. Oh Gott, das wird jetzt lustig.
Zack, zack. Aua, dann kann hier noch ein Bücherregal rein. Hier zwei. Dann ist das ja hier was weniger schön, aber dann haben wir so einen gemütlich kleinen Eingang. Ja, perfekt. Was machst du über Pfingsten? Über Pfingsten? Ja. Ich gehe reiten. Ich gehe mit meiner Familie bowlen. Dann. Ah, cool. Cool, ja. ja, das war's dann eigentlich auch. Oh, nö. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sonst noch was mache. Wir sind drei Hühner frei. Okay, ja, ich wollte nur wissen. Hat mich interessiert. Bist du still heute? Alter, ich bin schon wieder in die Hühnerei reingekommen. Also erstens jetzt sind schon wieder, bin ich die ganze Zeit am Labern. Zweitens, ich musste kurz aufhören, wenn meine Schwester reinkam. Und drittens, meine Folge ist fertig. Dann, wo ich die Hälfte erstmal auf Kava. Ja, aber ich habe geredet die ganze Zeit. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei Red vorbei für die nächste Folge. Schaut in die Playlist, um kein Video mehr zu verpassen. Abonniert ihr am besten die Glocke und aktiviert den Kanal. Abonniert, ihr wisst Bescheid. Ja, abonniert die Glocke und aktiviert den Kanal. Kennst du das nicht? Na, egal. Leute, nächste Folge bei Red. Wir sehen uns. Tschüssi. Tschüss.